Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Final Fantasy 7 hier auf dem Kanal von Rockkartoffel LP. Wir spielen mit Sid, Yuffie und Barret und befinden uns gerade im Dorf Mide. Wir haben schon fast annähernd 30 Stunden lang dieses Spiel gespielt und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass wir in diesem Laden eine Tür gefunden hatten, die wir aber jedoch nicht öffnen konnten. Ich sehe gerade, dass ich meine Audacity noch falsch eingestellt habe. Momentchen mal. So, so müsste das jetzt einigermaßen lauter sein, ein bisschen. Wir gucken einfach mal nochmal. Ich weiß nämlich schon nicht mehr, was hier denn gekauft werden kann. So, Rocky ist gerade nicht dabei. Das hier kann gekauft werden. Wir haben aber momentan so sau wenig Gil, ne? Das ist echt... Ja doch, komm. Hau mal raus. Wir haben ja... Wen haben wir denn überhaupt dabei? Ach du Scheiße, wen haben wir denn dabei? Ich weiß, dass wir auf jeden Fall Yuffie dabei haben. Deswegen nehme ich mal das Ding für Yuffie mit. Sieht ja auch relativ gut aus. Achso, Barret und Sid haben wir noch dabei. Das ist ja super. Dass wir das so schön angezeigt bekommen. So, und mehr ist leider nicht mehr drin. Dann rüste ich das mal schnell aus. Barret, eine neue Waffe haben wir für dich. Nämlich genau die hier, AM-Kanone. Toll, richtig toll. Hier haben wir sogar noch alles ausgerüstet. Ja, super. Ja, dann können wir ja direkt ausrüsten und Yuffie noch ausrüsten. Für die haben wir ja auch was Neues. Ja komm, das Kristallkreuz ist drin. Die hat jetzt aber auf jeden Fall mehr Dinger, die sie einsetzen kann. Das finde ich richtig toll. So, wir haben noch eine Alle-Substanz. Für was haben wir unten vielleicht noch irgendwas? Nein, wir haben unten gar nichts mehr. Das ist schade. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken. Fernwirkung haben wir hier noch. Manipulieren alle MP-Elemente und Defekte. Dann holen wir noch so ein paar unnötige Sachen rein. Zum Beispiel, nein, das hier ganz sicher nicht. Nee, das auch nicht. Gut. Ich würde einfach sagen, nee, mystifizieren haben wir auch raus. Wir brauchen mehr Leben mit Yuffie, deswegen lassen wir das einfach so. Gut. Dann, einfach mal weiter im Text. Wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, wir wollten uns eigentlich, glaube ich, nur hier so ein bisschen umgucken. Und ich sehe gerade, hier ist auch noch ein Laden. Waren wir da letztens auch schon drin? Gerade mal gucken. Sag mal, die Frau hier ist aber wirklich in jedem Laden, oder? Chocobos verhalten sich ziemlich unfreundlich gegenüber Menschen, die ihnen wahrscheinlich kein Gemüse geben. Oh, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Man kann nie wissen, wann der Mond herunterstürzen wird. Ja, das steht so fest ungefähr. Im Grunde dreht sich in dieser Welt alles nur ums Geld und um Materielles. Hast du das, bekommst du alles. Was du willst, egal wo und wann. Ich muss einkaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich werde einkaufen bis zum Unfall. Dann tu das einfach mal. Ich werde auch hier mal gucken und einkaufen. Guten Tag. Immer herein. Womit kann ich dienen? Ja, das sehen wir jetzt, mit was du dienen kannst. Mit ein bisschen mehr Geld für mich kannst du ja eventuell... Oh Gott. Das ist ja wirklich nur Substanz, die wir uns nicht leisten können. Wir müssen unbedingt wieder irgendwie Geld verdienen. Ach du Scheiße. Aber okay. Ich glaube, ich müsste auch irgendwann mal Sachen verkaufen. Wie wäre es denn damit? Wir könnten ja mal Schwerter verkaufen. So, einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Hier gibt es Waffen. Da unten gibt es auf jeden Fall Substanz. Das sollte ich mir merken. Midel, Substanz. Gut. Krankenhaus. Sagt uns vielleicht Rocky nochmal was. Das wäre auf jeden Fall verdammt nett. Was sagt ihr denn? Hey, hallo. Sie ist immer an seiner Seite. Sie muss ihn wirklich lieben. Vergiss nie, dass du auch in dieser Lage niemals die Hoffnung aufgeben darfst. Du musst so stark sein wie sie. Nun ja, ihr seht schrecklich aus. Warum ruht ihr euch nicht ein wenig aus? Ja, du könntest uns auch einfach mal vorher fragen können. Aber okay, bin ich voll und ganz mit einverstanden. Okay, okay. Okay, prima, dann mach's mal gut. Was sagt der Doktor? Es tut mir leid, aber der Zustand deines Freundes ist unverändert. Du musst Geduld haben und durchhalten. Diese Dinge brauchen ihre Zeit. Wie bei gutem Wein ist Zeit wichtig. Oder ist Zeit das Wichtigste?
Gut, Rocky, sag doch mal was. Oh, welche Nummer bin ich? Das war's, okay. Was sagt Tifa? Rocky, ich verstehe kein einziges Wort. Ich bin solch ein Trottel. Ich dachte, ich könnte etwas für ihn tun. Das bekommen wir schon hin. Tifa, wir machen das. Lass den Kopf jetzt nicht hängen. Was sagen denn diese alten Rabauken? Was ist denn das hier überhaupt? Warte mal. Oh, hier kann man tatsächlich rein. Cool. Gut zu wissen. Oh. Sid und die anderen haben Elixier erhalten. Gut. Also jetzt nur die oder wie? Ich habe das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren wird. Wird alles in Ordnung sein? Mit mir ist alles in Ordnung. Ich habe ein langes, erfülltes Leben gelebt. Aber ich mache mir Sorgen um meinen Sohn und seine Familie. Sie leben weit außerhalb der Stadt. Ich hoffe, sie sind in Sicherheit. Das hoffe ich auch. Warte eine Minute. Hast du gerade etwas genommen? Ich bin... Ja, ich habe es genommen, Alter. Hey, das gehört jetzt mir und ich werde es schon richtig einsetzen. Das kannst du mir glauben. Was für ein komischer Kauz. Lassen wir es ihm. Vielen Dank. Das bringt mich echt weiter. Achso, das hat der Alte schon wieder eben gesagt. Das andere, gut. Merken. Ne, ihr Alten? Wie geht es dem Jungen? Armer Kerl, er hat wirklich das Schlimmste von allem abbekommen. Ich hoffe, es geht ihm bald besser. Er darf jetzt nicht aufgeben und er muss kämpfen. Es ist unglaublich, dass er sich wieder erholt hat. Als sie ihn hierher gebracht haben, nachdem sie ihn gefunden hatten, dachte ich, dass er keine Chance hat. Der Junge hat wirklich einen starken Schutzengel. Okay. Ahoi! Wir sind hier in Midea, ein ruhiger Ort mit heißen Quellen. Das war es jedenfalls mal. In letzter Zeit ist die See immer ganz aufgewühlt. Der Lebensstrom hat am Grund des Ozeans alles aufgemischt. Ich glaube, der Planet ist auch ganz schön ärgerlich. Wir haben bisher dem Planeten so ziemlich alles angetan, was wir gerade wollten. Geht's hier irgendwie rein oder so? Nö, gut. Kann man hier irgendwas... Nee, sieht irgendwie wackelig aus, der ganze Scheiß hier. Wir gehen einfach mal nördlich aus... Hier ist ein Buch. Ist das hier? Gut, hier können wir einfach mal nichts drücken. Schade. Wir gucken mal, was hier oben noch ist. Oder ob wir jetzt auf die Weltkarte kommen. Tatsächlich, wir kommen auf die Weltkarte. Ist ja schade. Oh mein Gott, der Part ist auch schon gleich wieder vorbei. Ich will es aber wissen. Warte mal, ich gehe mal nochmal. Hier ist überall nichts. Hier ist auch nichts. Alles, was hier jetzt komisch aussieht, wird jetzt untersucht. Ich möchte nämlich unbedingt irgendwie in das Haus reinkommen. Beziehungsweise, wie gesagt, oben in dem Laden, in dem Waffenladen, oder was das auch immer ist. Ich glaube, ja, das ist ein Waffenladen. Da soll ja die Tür hinten aufgehen. Sonst würde er ja nicht extra sagen, von wegen... Bringt nichts, jemand muss abgeschlossen haben. Das würde er ja sonst nicht sagen. Sonst würde er ja sagen, die Tür ist verschlossen. Aber nun ja. Ja, das haben wir doch schon beim letzten Mal gelesen, oder? Ja, ist okay. Okay, nee, ich will jetzt unbedingt diesen scheiß Schlüssel haben oder was auch immer da jetzt reinkommt. Bestimmt irgendwas total Krankes. Wir gucken mal. Hier ist auch schon wieder so ein Buch. Gib mir doch mal das Buch her. Was ist das denn? Hier ist so ein komisches Fass. Kann man da vielleicht irgendwas machen? Nö. Reden wir doch mal mit dem Alten. Hallo, Alter? Hey, was ist das? Sieht aus wie ein Schlüssel. Der steckt ziemlich tief und... Verbeulten alten, nutzlosen Schlüssel erhalten. Alter! Dieses Kind hat einen grünen Stein von diesem Chocobo bekommen. Ich bin richtig neidisch. Wo haben wir das? Hat der hier rumgelegen oder was? Ich weiß jetzt, was ihr denkt. Ich weiß jetzt, was ihr denken werdet. Und ich weiß, dass ihr das nicht für gut befinden werdet. Ihr denkt jetzt nämlich in diesem Moment... Er hat das gewusst!
dass hier der Schlüssel irgendwo rumliegt. Nein, ich wusste es wirklich nicht. Sonst wäre ich nicht 3 Millionen Jahre noch an irgendwelche anderen Orte gelaufen. Ich weiß, womit es klappen wird. Nehmen wir doch mal diesen alten Schlüssel. Diesen alten, verbeulten Schlüssel. Ja. Okay, das hätten wir. Hilfe, bewegt sich nicht. Oh, ich glaube, er ist abgebrochen. Klemmt, ich bekomme das verdammte Ding nicht mehr heraus. Gibt's Probleme? Verdammt, das ist schlecht. Was soll's, Lüge, entschuldige dich und bring's hinter dich. Ja, komm schon, wir entschuldigen uns und bring's hinter uns. Tut mir leid, ich habe den mit Gewalt gedreht und da ist er abgebrochen. Wie? Schlüssel? Sie meinen Schlüssel zu der Tür? Das war ein guter Scherz. Natürlich gibt es keinen Schlüssel, das ist eine Wand. Wir haben nur eine Tür drauf gemalt. Sid. Wie bitte? Sie haben die Tür nur auf die Wand gepinselt? Genau, wir haben sie nur drauf gemalt, damit es aussah, als ob man dadurch in eine andere Welt gelangen könnte. Tut mir leid, das soll kein Trost sein, aber hier bitte. Tja, danke. Sid und die anderen erhielten den verfluchten Ring. Wir hoffen, dass wir einmal durch eine Traumtür wie dieser in eine andere Welt gelangen können. Ich habe das Gefühl, dass ihr in der Lage seid, meine Träume wahrzumachen. Schon komisch. Okay, wir haben jetzt einen Ring erhalten. Wir rüsten den doch mal aus. Gucken wir einfach mal. Welcher war das denn? Der hier bestimmt irgendwo. Hier so, welcher war das denn jetzt nochmal? Fluchring war das. Mehr Status, aber... was? Fluchring. So, gucken wir doch einfach mal Status von Yuffie, bitte. Ja, mehr Status, aber was? Ich verstehe es gerade nicht. Wir gucken einfach mal, ob das jetzt was gebracht hat. Toll, mehr Status, aber ... Super. Nun ja. Wir müssen weiter auf die Suche nach der großen Substanz gehen, habe ich das Gefühl. Und ich denke mal, das lässt sich einrichten. Wir fangen einfach mal an, wir machen einfach mal weiter. Wir waren in Korrel und jetzt hole ich mein schlaues Blättlein raus. Fort Condor, wo ist denn das schon wieder? Das ist jetzt aber eklig, dass ich das schon wieder nicht weiß. Fort Condor! Aber ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Na gut, 13 Minuten, 13,5 Minuten, geht alles. Ich mache jetzt aber hier einen Break, denn dann kann ich noch schnell auf einer Map gucken, wo denn Fort Condor ist, weil da fliegen wir als nächstes hin. Und dann werden wir uns die große Substanz im nächsten Bereich schnappen, dort wo die Shinra nämlich hingeflohen sind. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Und ich weiß ja nicht, Fort Condor, vielleicht sind sie auch einfach nur woanders. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen einfach mal in der nächsten Folge von Final Fantasy VII hier auf Rockkartoffel LP. Ich bin die Rockkartoffel und sage einfach mal Tschüss und bis dann.